So, und an der Stelle, moin Leute, was geht, euch und ja, meine Freunde, heute kommen so Leute wieder auf meinen Kanal und heute kommen wir zu einem neuen Fußballkarten-Video. Ja Leute, ihr wisst ja, dass ich euch vor kurzem die ganzen Hefte hier gezeigt habe, was ich alles so drin habe, was Mannschaften, wie ist das anders, Leute. Das ist von sich aus sehr gut bei euch ankommen und ich habe vor kurzem eine Nachricht bekommen, die kann ich vor kurzem hier einblenden. Da hat mich ein Zuschauer angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich so eine Videos noch mehr machen kann, dass mir das gefallen hat, wie sich das in anderen lasse. Auf jeden Fall bin ich dann zu den Schuss gekommen, Leute, dass ich euch noch mehr Karten zeige, Leute. Man sieht ja im Hintergrund schon, Leute, hier oben ungefähr, dass ich noch mehr Karten alles habe. Die Karten habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Aber, Leute, das war es mal klar noch nicht. Hier sind noch mehr Karten. Wie gesagt, ich habe damals haufenweise gesammelt. Das ist geisteskrank. Ja, Leute, die sind auch ganz viele Karten. Die habe ich auch nie in Hefter gemacht, die habe ich immer so gesammelt, ich weiß auch nicht. Viele sind auch schon sehr alt, die sind halt auch schon ein bisschen geschädigt und keine Ahnung. Das ist ganz, ganz kritisch, Leute. Ich habe damals richtig viele Karten gehabt und habe sie immer noch, keine Ahnung, sammeln sie einfach immer noch. Ich dachte mir, Leute, dass ich euch mal heute ein paar zeige. Ich werde euch aber noch nicht alle zeigen, sonst sind wir noch 100 Jahren hier, das kann ich jetzt schon sagen. Auf jeden Fall, Leute, sind die alle durcheinander. Wir fangen jetzt hier mit dem kleinen Haufen an. Ja, sagen wir so mit den Haufen hier. Ja, Leute, hier ist erstmal so eine Karte, die bekommen wir meistens immer dazu. Hier haben wir einen Augsburger, Jensen, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Ja, könnt ihr auch selbst lesen. Frank. Ja, Frank ist auch schon, ne? Ach, ich habe eine Rolle. Ja, hier ist auch nochmal so eine Karte, ich habe so viel, ja. Hier haben wir den Daniel von Augsburg. Ja, ich habe ganz viele Augsburger auch, ganz viele Dortmund auch jetzt gezogen. Ja, hier, ich glaube, jeder kennt den, ich kann nicht aussprechen, ich will nicht aussprechen, das war ich jetzt in Affen. Erstmal ein Dortmunder hier anstatt. Hier haben wir Max Hummels anstatt. Ja, von Borussia Dortmund. Auch ein sehr cooler Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich feiere ihn bei Deutschland sehr, oder? Ja, muss ich sagen, er hat ja auch öfter bei Bayern gespielt. Ich habe so viele Dortmund-Karten. Hier, hier habe ich den anderen nochmal adoptiert. Hier habe ich wahrscheinlich doch Max Hummels. Nee. Pelsitz. Ich hoffe, ich habe ihn nicht ausgesprochen. Ist eine absolute Legende bei Dortmund gewesen, nicht lange bei Dortmund gespielt. Hier haben wir einen KC-Spieler. Ja, okay, kenn ich nicht. Kann ich gar nicht sagen. Hier haben wir einen von Werder Bremen. Jawohl. Ja, Leute, mit dem Spieler beim Thema Namen aussprechen, bin ich halt richtig schwach. Hier haben wir den lieben Endika. Ich glaube, den kennt auch jeder. Ein absoluter Star bei Frankfurt. Oh, hier, Hannes Wolf. Und da war der ist noch sehr jung. Was, hier kann auch was werden. Dann haben wir hier einen Freiburger. Hier haben wir den Manuel. Ja, auch sehr cool. So, hier haben wir einen von Union Berlin. Der liebe Trimmel. Digga, ich habe Mann, bitte Union Fans. Hass mich dafür nicht. Ich habe Union Fans, hassen mich schon so, Digga, weil ich überhaupt schon Magdeburg-Fan bin. Magdeburg und Union, die sind nicht immer die besten Freunde. Wir haben einen von FC Köln. Ja. Kingsley. Ja, fast für Kingsley, come on. Dann haben wir so eine Werbung. Ich habe auch die ganzen Werbungen immer mit dir gesammelt. Ja, haben wir eine Mannschaft aus. Das war von einer spanischen Mannschaft. Valencia oder wie die ausgesprochen werden. Ein Kickerspieler haben wir jetzt hier. Julian Weigel. Wer kennt ihn nicht? Ja, haben wir von Union. Ja, ich habe damals auch so eine Trinkkarte gesammelt. Hier kenne ich es nicht. Aber ich habe das auch so viel gesammelt. Hier von Chelsea. Kennt auch jeder. So. Das Malzwappen habe ich einfach auch. Also ich habe so viel. Ja, das ist krass. Und hier haben wir noch. Alter, ich dachte, es wäre privat. Aber hier haben wir Marc Oliver Kippe. Kippe. Wird er ausgesprochen? Von Stuttgart auf jeden Fall. Ich habe glaube auch die Karte noch, Leute. Vom Parator noch bei Stuttgart, aber ich habe die da auch noch gezogen. Mann, die haben noch einfach Jay-Z, noch von RB Leipzig. Ja, aber viele kennen ihn noch von RB Leipzig, vielleicht sogar von VfL Buchen haben wir jetzt hier noch nicht mehr. Genau. Haben wir hier von Bielefeld, an der Stelle schöne Grüße an Kolle. Kolle ist ja ein absoluter. VfL war schon, Rüder Bielefeld. Florian. Let's go. Immer Rüdiger, Leute. Ich glaube, das können wir nicht erkennen. Ja.
So, genau. Werbung. Oh, Hannover 96. Junge, das ist so gerade ein Jahr, ey. Hannover-Spieler. Ach, das ist sowas als Magdeburg, ja, Alter. Ja, Digga. Da war die Liegen lang von Gladbach. Der Tisch ist so an Arsch, Alter. Wir kommen zumindest auch einen neuen Tisch. Ja, der wird auch zu diesem Video kommen, die nächste Woche oder Donnerstag oder so müsste der kommen. Ja, kann ich auch verfolgen, aber mit Wolfgang jemanden. Ich kenne das gar nicht, Digga. Werbung. Leipzig haben wir jetzt hier wieder. Neben Daniel. Omo. Ja, alle kenne ich, das ist Spanier. So, hier ein Leverkusener Spieler. Ja, hallo. Noch ein Leverkusener Spieler. Boah, Digga. Der ist halt richtig gut drauf. Ich hab das schon viel, ich hab das schon viel gesehen. So, da haben wir hier einen Stuttgarter. Auch sehr cool. Noch ein Stuttgarter. Oh, Digga. Robert Zieler. Ron Robert Zieler. Junge, das ist das hier eine Legende. Ich weiß nicht, ich war schon immer eine große Fan von ihm. Also Robert Zieler habe ich auch schon immer gefeiert irgendwie, ich weiß nicht. Aber er von Dortmund, den Star hier. Was ist ein sehr junger Spieler bei Dortmund, der jetzt so viele Einsätze bekommt, aber manchmal steht da drin. Von Monaco. Ja, und noch ein. Ich kann euch hier, da, zu dieser Mannschaft kann ich euch mal eine kleine Story erzählen. Leute, zu dieser Mannschaft kann ich euch mal eine Story erzählen. Ich war ja mal Krankenhaus wegen meinem Finger. Der hier ist, ich kann euch wieder was sagen. Der wurde operiert damals. Und da hatte ich damals jemanden, der war Duisburg-Fan. Dann sind sie gerade leider Gottes in der dritten Liga gegangen. Ja, das tat mir voll leid für ihn. Wir haben mal Ingolstadt, FC Ingolstadt 04. Ja, okay, Jo, ich, also, da kenne ich mich auch nicht aus. Wir haben zwei Spieler, zwei belgische. Ja. Hier sieht man ja gerade Dynamo Dresden, haben wir hier auch noch. Florian. Noch einer. Ich habe so viele, VfB Stuttgart. So viele Spieler, so viele Karten. Das weiß ich nicht. Ich habe auch sehr lange damals gesammelt. Ich habe das damals geliebt zu sammeln. Ich habe das halt nach einer langen Zeit wieder aufgehört. Ja, aber wieder Max Hummels. So ein kleines diesmal. Ja, Bayern-Spieler müssen ja auch irgendwann dabei sein, Leute. Jetzt, ich habe ja einen ganz großen Haufen, da sind selbst irgendwo Bayern-Spieler. Ne? Philipp, den müsste auch jeder kennen. Ja, cooler Spiel. So, hier haben wir noch einen Schalker. Junge, ich bin ja dieses Wochenende in Dortmund. Viel Glück an die Schalker und an die Dortmunder. Hoffen wir mal, dass wir die 1 Match. Wir haben einen von Nürnberg, die spielen dieses Jahr auch heim, nach der Morgen in Nürnberg. Patrick von Dynamo Dresden. Dann haben wir hier noch Stuttgart und da ist Mario Gomez, Leute, der auch beim FC Bayern München gespielt hat. Auch sehr cool. Wir haben auch irgendeine Mannschaft noch, ja, keine Ahnung, fragen wir nicht. Dynamo Dresden wieder. Junge, habe ich von denen viele. Aber Leute, das sind jetzt halt keine aktuellen Karten, das sind halt auch 2019 oder so, keine Ahnung, das sind ganz alte Karten auch. Jetzt sind die auch nicht ungefähr 1-2 Jahre. Und hier, Leute, ich dachte, das ist Nico Robin Koch, ist das von Freiburg. Ich dachte, das ist Schlotterbeck, der sah von Weitem irgendwie so aus. Die haben ja 1-0 Lagos gegen Juventus verloren. Aber naja, man muss sagen, Juventus war auch besser. Aber ich bin klar, Juventus spielt trotzdem für Freiburg. Wir haben einen von Brücke, genau. Also Leverkusen hier noch. Guten Weiser. Ja, das weiß. Michael Weiser. So, dann einfach Paderborn. Marcel. In Paderborn spielen wir ja auch heute, dann bin ich auch am Start. Vielleicht sieht man sich darüber. Also hier von Werder Bremen, hier noch irgendwo Werder Bremen. Der spielt ja wohl noch vorher. Ja. Hier wieder von Schalke. Wieder von Schalke. Digga, was ist das? Ich hab die ganze Zeit gemacht. Ich habe da auch sehr viel doppelt. Immer wieder einen von den lieben Gladbacher. So, Leute, ich würde sagen, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Machen wir nochmal so einen kleinen Haufen. Ich kann euch wirklich das nicht alles in einem Video zeigen, Leute. Da sitzen wir hier Stunden, da muss ich wirklich nochmal so ein extra Video machen. Wie man wieder sieht, Leute, ich habe ja auch immer andere Karten, das ist krass. Ja, einen von Anima Bielefeld. Ich weiß nicht, so. Von Malz 05. Ja. Wieder von
Amiga Bielefeld. Nee, das ist Darmstadt. Ja, nee, auch Dresden mal wieder. Jawohl. Freiburg. Ja, Dobby. Da bin ich am 8.4. gegen Leipzig, Leute. Nur mal kurze Info. Vielleicht sieht man sich ja auch. Müssen wir mal gucken. An der Stelle noch schöne Grüße an Elias. Ja, Hertha BSC dagegen. Hier Mannheim. Ja. Dann haben wir hier einfach Frankfurt. Ja, natürlich spricht gleich ab hier. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, diese Platte, die ist so locker. Echt irgendwo mäßig. Boah. So, machen wir weiter hier. Dann haben wir wieder in Augsburg. Also ganz, ganz viele Spieler. Gegen Augsburg spielt der Bayern dieses Wochenende. Dann haben wir wieder einen von Hoffenheim. Hazard, Leute, von Real Madrid. Leider Gottes noch gar nichts gezeigt. Haben wir in Düsseldorf dort. Ja. Einen von Schalke. Ist aber nicht Nübel, das ist Markus. Das ist, ich glaube, der 5. oder 2. Oder ob er überhaupt noch bei Schalke spielt, weiß ich gar nicht. Haben wir einen von Freiburg. Leckhampen, ich muss mal schauen, Markthampen. Hier haben wir bei Freiburg noch Müller. Ich glaube, der spielt gerade wieder da. Werbung, Wiederwerbung. Ja, Leute, den kennt jeder. Timo Horn, genau. Genau. Horn. Ich habe auch vor Horn übelst Respekt. Der kann richtig gut sein. So, an der Stelle haben wir hier den FC Köln. Dann den HSV. Da freue ich mich auch auf dieses Match. Da bin ich auch an Start im Stadion. Dann haben wir zwei Freiburg, die noch die gleichen Pärchen. So. Leipzig-Spieler, Marcel Sabitzer, der jetzt bei FC Bayern spielt. Wolfsburger. Und dann Leute haben wir am Ende nochmal einen Klaffer. Der spielt ja auch noch. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Würde mich natürlich ganz, ganz doll freuen. Leute, das werden wir demnächst definitiv mal vielleicht sogar einen ganz, ganz großen Video machen. Das kann ich noch gar nicht versprechen. Ich muss selbst erstmal gucken, wie ich das mache. Oder ob wir da mehrere Teile raushauen. Aber ich glaube, das werde ich mal ein ganz großes Video machen. Dann muss ich mal gucken. Ihr habt jetzt schon mal ein bisschen was von gesehen, Leute. Da sind auch noch ganz viele Bayern-Spieler, glaube ich, dabei. Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber da sind noch ein paar Bayern-Spieler dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall alle ein schönes Wochenende. Ja, es kommt ja jetzt ungefähr, das Video kommt ja jetzt Freitag, Samstag, also alle noch ein schönes Wochenende. Vielleicht sieht man sich im Stadion, vielleicht nicht, keine Ahnung. Und weiter, natürlich. Ciao, ciao.